Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute mit meinem neuen Equipment hier. Das sieht, glaube ich, echt ganz cool aus. Ja, check mal aus. Ich habe ja, weiß nicht, wie so der Bedarf ist. Neuen Kurs, starte dann Online-Business, läuft so ein bisschen auf so einer anderen Schiene. Und ja, und überhaupt könnt ihr euch auf diesem Kanal in der nächsten Zeit mal auf andere Videos freuen, persönliche. Lasst euch auch mal hinter die düsteren Kulissen von Social Media, also teilweise düsteren Kulissen, schauen und gute Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, es gibt da echt auch eine Menge. Von mir mal ein bisschen Gossip, mal Sachen zu erzählen. Es wird, glaube ich, sehr spannend. Ja, heute mal ja ganz anderes Video, als du vielleicht denkst. An mir klebt Fame, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe diesen Spruch mal übernommen von großen YouTuber, Montana Black, der das noch ganz anders formuliert, aber mich da sehr wieder gefunden. Ich habe jetzt gar nicht Sonnen großen Kanal, ich meine, das ist ja noch, aber scheinbar schauen jetzt unabhängig von den Abonnentenzahlen, also wirklich sehr viele Leute meine Videos, also YouTube sagt ja immer so ungefähr 100.000 Leute in 3 Monaten schauen meine Videos und ja, das ist schön, das freut mich sehr und auch an all die Neuen, guck gerne mal meine Kurse rein auf liebeschiff.de und so weiter. Freut mich sehr, aber hat auch Schattenseiten und ja, in letzter Zeit sind diese Schattenseiten auch nochmal sehr bewusst geworden. Am Anfang habe ich es alles so ein bisschen ausgeblendet und habe mich so gefreut, wenn mich mal jemand erkannt hat auf der Straße. Freue mich auch immer noch super drüber, finde das total schön oder ja, jetzt auch. Was weiß ich, wie soll man die jetzt nennen? Fans, Studenten, Studentinnen, beides zu treffen auf Veranstaltungen und so, finde ich super nice und schön. Freue mich auch drauf, wenn dieser Corona-Scheiß endlich aufhört. Aber es gibt auch Schattenseiten und ich habe wirklich ganz viel gelernt die letzte Zeit nochmal. Also, vielleicht kommt da manchmal ein Eindruck rüber, ich hätte jetzt alles super drauf und gibt nicht noch Sachen, die ich auch noch lernen müsste. Also ich habe wirklich super viel, super, super viel erreicht in meinem Leben, bin da auch echt total stolz drauf. Und aber die Reise geht immer weiter und ich lerne auch, also gerade hier immer mehr dazu. Ich bin ja auch so ein, ja, soll ich mal sagen, so ein Grenzgänger mit meiner Arbeit. Ist ja in vielen Dingen ungewöhnlich. Also die aller, ich glaube, allermeisten Leute mit meinem Ausbildungshintergrund arbeiten an ganz anderen Stellen. Und naja, es ist so, wie es ist. Arbeiten für Krankenkassen, Kassen, Psychotherapeuten und ich weiß nicht was. Aber gut, ich habe halt hier meine Mission und mir hat das auch total Spaß. Aber ich lerne auch mal dazu und ein Fehler, den ich, wo es wirklich lernen musste, ist, also ich bin ja, auch wenn man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, ich habe ja echt eine extrem co-abhängige Vergangenheit. Also ich war echt in einer schwierigen Familie. Ich meine, wir haben uns alle ganz doll lieb und heute ist, also meine Familie auch, also auch meine Herkunftsfamilie ist super knickknack und alles total schön. Aber wir hatten echt schwierige Zeiten früher teilweise und wie auch immer, vielleicht ist es ja auch mal eine Charakterfrage, also echt eine extrem, hatte echt super Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen und immer so der Nette gewesen. Und ja, ich habe das jetzt so nach und nach abgelegt, fand ich einen ganz schwierigen Prozess. Es ist ja nicht nur dieses, ja, wie soll ich mal sagen, dieses, dass man Grenzen ziehen muss oder dass man manchmal ein blödes Beuteschema hatte, das kenne ich ja auch irgendwie, sondern auch ganz allgemein im Leben, dass man merkt, dieses immer, also dieser Gedanke, wenn ich jetzt nett bin, dann sind die anderen nett, dass der kompletter Bullshit ist. Das musste ich wirklich, das musste mir das Leben so oft rein bämmern, dass das totaler Quatsch ist. Das ist totaler Quatsch, dass du kannst so nett sein, wie du willst, trotzdem triffst du auf Arschlöcher, triffst du auf Leute, die sich einfach
total kacke verhalten, die dich versuchen auszunutzen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich sage auch immer noch, ich würde versuchen, Menschen nicht zu bewerten, auch wenn sie sich so verhalten, nur wie, also nicht allgemein zu bewerten, aber was ja auch mal gesagt, man kann das für sich bewerten, man kann für sich sagen, es ist scheiße und ja, ich ziehe da jetzt Grenzen und auch harte Grenzen. Das ist für mich ein ganz schwieriger Prozess gewesen, weil das bin, irgendwie habe ich mir gedacht, das bin nicht ich, ne? Jemand, der so harte Grenzen setzt, der so, weiß ich nicht, auch mal, naja, egal. Auf jeden Fall wird noch mehr zu kommen, nächste Zeit, denke ich, der auch mal krasse Grenzen setzt. So, das bin nicht ich und ich muss mir das so richtig erarbeiten und das ist mir total, das fällt mir in bestimmten Aspekten auch bis heute noch echt schwer. Ja, ich habe also meinen YouTube-Kanal so, also ich habe immer gedacht, boah, ich mache jetzt hier mein Ding und ich habe ja gleich am Anfang gemerkt, als ich angefangen habe mit meinem YouTube-Kanal, so den ersten Mini-Erfolg hatte ich erstmal gleich versucht, hier so ein paar Leute so ein bisschen einzunorden irgendwie, aber gut, das habe ich dann ignoriert, weil das war auch dann auch direkt right in the face. Das finde ich immer noch, finde ich echt immer noch völlig in Ordnung, wenn man jemandem right in the face irgendwie irgendwas vorwirft, auch wenn es Quatsch ist, aber dann kann man sagen, ah klar, alles klar, das bist du, ist die Person. Ich kann sagen, ey, das stimmt nicht oder ist Quatsch oder Blödsinn oder kann es ignorieren, aber man weiß, was ist, ne? Das ist eine klare Sache und ja, und dann lange Zeit lief, hab ja auch so gemerkt, dass es gibt ja auch so oft hinter den Kulissen hier ein Getuschel und ein teilweise auch ein Gehetze und also das kann man sich, also ich meine, ich klar, Gossip ist immer interessant und das ist total schön, aber es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, es ist auf der Social Media Welt, ist es nochmal, oder vielleicht ist es auch nur so in diesem Bereich, ich weiß es nicht. Es ist echt krass. Es ist total krass. Das ist und klar, das machen ja auch alle untereinander. Nicht alle, alle weiß ich nicht. Aber was ich so mit, aber auf jeden Fall ist da viel mehr, als ich auch immer gedacht hätte. Weil ich habe mich immer versucht, da so rauszuhalten. Ich habe mir gedacht, oh, Leute, lasst mich alle in Ruhe, lasst mich einfach meine Arbeit machen. Ich habe auch nie, also hier in Deutschland ja auch nie Kanäle geguckt. Also habe ja mein ganzes, aber dazu war ein anderes Video. Also ich habe ja meine mich viel auch inspirieren lassen, im Ausland, damit auch mit vielen Coaches gearbeitet. Und, aber wie auch immer, habe hier in Deutschland eigentlich geguckt, weil ich auch dachte, ich will es gar nicht wissen, soll jeder sein Ding machen. Und denke ich auch immer noch, jeder soll sein Ding machen und jeder hat hier seinen Platz. Nur, ja, es gibt eben auch Grenzen irgendwie. Und ich habe ja auch gestern schon ein Video gemacht, ne, dass ich teilweise dieses Halbwissen da problematisch finde, aber da mache ich auch nochmal einen zweiten Teil zu, weil ich, das, wo ich immer echt denke, manchmal echt, oh, ich glaube das alles nicht, aber egal. So, jetzt muss ich mal wieder zurück zum Faden. Also ja, es ist, ich habe wirklich gedacht, wenn ich mich aus allem raushalte und mich haben so diverse Leute angesprochen, willst du in diesem Händel mitmachen, willst du in jedem Händel mitmachen, ich habe gesagt, na, Leute, lasst mich in Ruhe. Will ich nichts mehr zu tun haben. Lass mich einfach alle in Ruhe, lass mich meine Arbeit machen. Und bin aber weiter versucht, weil das auch so meine Natur ist, so nett zu sein oder auch, war auch immer ansprechbar, wenn da jemand wirklich irgendwas hatte oder mich da auch bemüht. Ich habe auch mich bemüht, teilweise andere mit einzubeziehen und ja, und ich muss jetzt feststellen, dass auch da, ja, man könnte fast sagen, sich da auch noch ein paar Reste, ich will jetzt nicht sagen, Co-Abhängigkeit, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ein paar Reste zu nett sein, schon mal noch reingeschlichen haben, die echt, wo ich gemerkt habe, also ich habe gar nicht gemerkt, dass so von dem Verhalten, was ich in meinen ganzen Jahren als Paartherapeut und als Coach und Psychotherapeut, also klar, dann, ich habe immer, also ich habe von meiner ganzen Ausbildung her, bin ich immer ein Typ, ich gehe immer in Kontakt, ich gehe immer in Kontakt, ich bin immer mit Klienten an anderen Stellen, also immer versucht, ein positives Kontaktbeispiel zu sein, ne? Aber so im Sinne von auch Nahbarkeit und Authentizität und das hat mich auch hoffentlich auch erhalten.
Und habt ihr auch mal gemerkt, jetzt, das kann man, wenn man dann so ein bisschen Fame, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, aber scheinbar attribuieren mir Leute Fame, auch wenn ich den vielleicht gar nicht so wahrnehme irgendwie, habe ich gemerkt, das funktioniert so gar nicht mehr. Also da gibt es tatsächlich weniger, also ich meine, das ist ja immer noch so, dass ich total viel positives Feedback kriege über die Kurse und über alles Mögliche und freue mich auch übrigens gerade in dieser Zeit sehr über all eure positiven Nachrichten, freue ich mich mega drüber. Und ja, und ach, ich zieh noch eine Schleife. Natürlich hat man immer irgendwelche krausen Kommentare, das hat jeder YouTuber, ne, auf seinem Kanal, dass irgendwelche Leute ich weiß nicht, sich bei irgendwas aufregen, ob das jetzt die Stimme, der Look, meinetwegen auch die Kameratechnik, das Licht, das gekämmt, nicht gekämmt, ach, geschenkt, ne? Da ist, pff, das ist, man braucht hier ein total dickes Fell, aber gut, aber es gibt eben auch, ja, es gibt eben auch, ja, es gibt eben auch Menschen, die es einfach nicht gut mit einem meinen. Das ist wirklich. Also Menschen gibt es sowieso, aber es gibt eben auch, ja, es gibt eben auch Menschen, die ja, auf deinem eigenen Rücken versuchen, ihre nicht vorhandene Karriere zu starten. So, ne? Und das finde ich halt richtig scheiße. Das finde ich richtig zum Kotzen irgendwie. Und da habe ich echt gemerkt, jetzt, das ist, jetzt ist Nice Guy Christian ist jetzt hier mal Feierabend so. Und das ist echt ätzend. Und das, ich meine, ich bin wirklich, wie lange bin ich jetzt Psychologe? 26 Jahre. Ich habe so viel Sachen entwickelt. Ich war ja früher auch ein sehr erfolgreiches Teambuilding-Unternehmen gehabt, habe ich auch noch, aber mache ich fast gar nicht mehr. Also es ist nichts, was ich entwickelt habe. Ich habe auch iPhone-Apps entwickelt und ich weiß nicht was. Es gibt wirklich nichts, was nicht irgendwo, soll ich mal sagen, irgendeiner Weise andere Leute inspiriert hat, sagen wir mal so, bis hin zu kopiert, Texten kopiert, ganze Webseiten kopiert, also selbst, also das und auch hier auf YouTube, ich meine, als ich damals hier angefangen habe, da hat keiner, also in meiner Erinnerung hat keiner geredet hier von toxischen Beziehungen. Ich habe x Begriffe, die heute überall kursieren in Videos, habe ich nach Deutschland gebracht, würde ich mal sagen. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht der Einzige, ich will jetzt nicht, auch nicht. Aber sicherlich habe ich hier viel beeinflusst, redet kein Mensch von, habe ich von Hemschemeyer geschenkt, 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 geschenkt. Weil natürlich ist es ja auch toll, wenn wir uns hier gegenseitig befruchten und gegenseitig inspirieren und jeder seinen eigenen Winkel hat. Total cool, ne? Cool und geschenkt, dass dann keiner sagt, habe ich von Hemschemeyer und habe ich da gelernt. Aber wenn dann sozusagen das dann, also meine Konzepte da übernommen werden und, oder das heißt Konzepte, also meine Sprache, mein, ich weiß nicht was, Ideen, aber selbst das geschenkt. Freue mich ja, auch wenn es auch dann an anderen Stellen Menschen hilft und inspiriert, alles wunderbar. Aber wenn dann noch versucht, auch in teilweise echt einfach, in einer Weise, die ja auch nicht mehr so die rechtlichen Rahmenbedingungen einhält, sage ich mal, da irgendwie ja, wie gesagt, auf meinem Rücken krampfhaft versucht wird, irgendwie eine eigene Karriere zu starten, das ist echt, könnte ich echt kotzen, könnte ich echt kotzen, sage ich auch ganz ehrlich, könnte ich kotzen, könnte ich im Strahl kotzen und richte mich total auf. Also ich, wie gesagt, wäre jetzt immer. Ich denke, ich war auch vielleicht zu cool, so vielleicht die letzten Monate oder vielleicht sogar Jahre, ich weiß es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es kotzt mich richtig an. Richtig, richtig. Und aber gut, ich will das jetzt nicht euch alles verraten. Ihr könnt euch da doch auf mehr
freuen oder auch nicht freuen. Und ich will jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht selber in irgend so ein, sagen, ich bin jetzt hier ein Opfer von irgendwas. Also kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen, ist mir auch scheißegal. Es ist, also was ich einfach sagen will, ja, ich muss ja auch Dinge lernen und ich muss auch lernen, dass ich auch, ja, Dinge falsch angegangen bin, also zu vertrauensselig war einfach in bestimmten Punkten, ja, ich kann mir auch echt auch Leuten Dinge anvertraut haben, die scheinbar einfach nicht, ja, die da nicht mit umgehen konnten, einfach weil ich irgendwie immer noch in bestimmten Punkten so der nice guy sein wollte und das riecht mich selber total auf irgendwie ja, ich mache dieses Video auch teilweise einfach, weil ich auch euch sagen will, ja, ich bin auch immer noch am Lernen. Ich bin auch immer noch am Lernen und versuche mich weiterzuentwickeln und denke manchmal immer an, also und kenne das auch, dass man sich so ärgert über Dinge in der Vergangenheit, was man natürlich nicht machen soll, sage ich auch mal, wer macht es nicht, weil es ist, man hat immer die Entscheidungen getroffen, die man gerade treffen konnte, aber ich wollte nur sagen, ich kenne es auch, dass man sich tot ärgert und einfach denkt, Himmel. Warum hast du das nicht schon früher gewusst? Aber es ist so, es ist so. Und ich habe ja auch Fehler gemacht. Und was heißt Fehler? Ich habe es einfach nicht besser gewusst. Und ja, und aber für mich ist es, also was scheinbar das Universum immer wieder reinprügeln will, ist wirklich Grenzen setzen, für sich einstehen. Ja, es geht immer weiter, ne? Es geht immer weiter. So, was wollte ich noch sagen? Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriger Prozess und das ist manchmal echt, also, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das vielleicht manchmal, ich lasse euch gerne teilhaben an an was ich persönlich für mich ein nice, geiles Leben finde. Aber eins kann ich euch sagen, es ist fucking hart erarbeitet. Das ist fucking hart erarbeitet, weil das ist echt harte Arbeit hier. Und es ist nicht nur Videos machen, ich kann es euch sagen, es ist nicht nur Videos machen, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Und ich kann wirklich sagen, dass ich mir alles wirklich redliche Arbeit habe irgendwie. Aber wie gesagt, naja, manche wollen da vielleicht gern so einen Shortcut gehen. Den gibt's nicht. Und ja, und letztlich sage ich mir auch immer, ja, Energie lässt sich auch nicht kopieren irgendwie, ne? Habe ich zumindest gelernt von meinem Coach. Und ja, muss man einfach mit leben. Aber was ich einfach sagen wollte, und das ist vielleicht auch, hilft vielleicht auch anderen, ist es. Tatsächlich funktioniert es teilweise einfach nicht, Sachen immer zu ignorieren. Ne? Man kann es einfach nicht ignorieren und hoffen, dass es dann aufhört. Das betrifft vielleicht auch Sachen in Beziehungen. Oh, jetzt kommt hier die Katze. Ja, jetzt auch mal mit aufs Video. Guck mal hier. Oh. Ja. Soll was sagen? Ja. Das betrifft auch, oh Gott, habe ich den völligen Faden verloren, ist auch egal, ist glaube ich schon lange genug, ne? 20 Minuten, oh Gott. Ja, ich würde sagen, lassen wir es einfach mal dabei und wir werden uns bald wiedersehen.